Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. So, ich hatte ja gesagt, wir machen dann jetzt die Nachforschung über diese Region abgeschlossen. Allerdings ist unser gemeinsames Abend. Ich freue mich schon auf viele weitere Berichte aus anderen Gegenden. Hatte ich ja gesagt, dass wir weitermachen mit der letzten Herausforderung, die hier noch übrig ist. Jetzt ist meine letzte Aufnahme schon wieder ein paar Tage her. Aber hier haben wir Bioanalyse blendendes Licht. Ist noch nicht erledigt und wir bekommen die Feintechnik Plasma-Entladung. Dann holen wir uns die doch mal. Wir fangen natürlich mit Cloud Barrett tiefer. Los geht's. Ich hoffe, es war unser Team. Ich habe nicht nochmal geguckt. Oh, was denn du? Ach, mein Zug, warte. Verzieh dich! Nichts überstürzt. Hier kommt Barrett! Nicht so nah! So, du müsstest doch Ero haben, ne? Ja. Ich zähle auf dich! Ich leg los! Dein Einsatz! Schluss und lustig! War nicht Ero seine... Stelle muss ich nochmal analysieren. Fertigkeiten, Analyse. Auf Nummer. Eis! Okay, ja dann. Tifa, Magie. Eisra. Volle Kraft! Hau rein! Bereit für mehr? Weiter geht's mit dir! Ich seh dich! Vielleicht war noch einer, okay. Das tut weh! Jetzt kann ich synchronisieren. Okay. Das war's! Das war's! Ja! Mist! Na? Viel Erfolg! Zieh dich zurück! Ja. Na ja! Nicht mit mir! Das war's! Genau so! Stirb! Barrett, Magie, nein. Warum dreht er denn jetzt hier die Festplatte hoch? Also, manchmal bin ich echt ein bisschen verwirrt. Nee, Blitzreis, wo kannst du ihn nicht? Dann machen wir hier Fertigkeiten. Ich habe die CD von dem Remake reingemacht, damit ich das mal wieder installiert kriege, falls ich wirklich den Hard-Modus da noch ansetzen will. Dann übernimm. Auf den Ruf ist am Zug. Aber, hat ja eigentlich mit dem Spiel gar nichts zu tun und trotzdem dreht er hier zwischendurch die CD. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme. So. Wait, Waddle. Erledigt. Schon erledigt. Das Ding dreht ganz schön hoch, ich hör's. So, gibt uns die Feintechnik Plasma-Entladung. Das ist gut. Soll wohl eine der besten Varianten sein, eine der besten Feintechniken, die man überhaupt benutzen kann. Wir haben damit hier alle erledigt. Dann gehen wir einmal ganz kurz. Danke für die wunderbaren Daten. Die werden meine Forschung vor. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Machen wir hier Rasten. Ich speichere mal ganz kurz und dann gucke ich mal, ob ich die CD rausnehmen kann. Ich brauche die ja im Moment nicht. Damit das Laufwerk da nicht die ganze Zeit hochdreht. Das heißt, ich werde dafür mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen und dann hoffen wir mal das Beste. Bin quasi sofort wieder zurück. Okay, da geht's auch schon weiter. Was ich jetzt noch allerdings machen möchte, ist einmal in die Materia reingucken. Er hat die Feintechnik. Kann
ich mir die nochmal genauer angucken? Das kann ich nicht. Oh, Tifa hat einen Slot nicht besetzt. Was soll das denn? Blut und Heilen. Habe ich überhaupt... Heilen hat sie aber drin. Was soll sie denn dann bekommen? Bitter Lufttoxin haben wir. Automagie. Ja, da müsste ich aber ein bisschen was tauschen, ne? Aber wir müssen auf TP und MP Boosts hochsetzen. Und Morphen ist natürlich auch nicht verkehrt, um Gegenstände zu farmen. Was aber irgendwie doof ist. Aber Erstschlag werden wir hochsetzen. Damit wir direkt ATB-Boni kriegen beim Kampfstart. Kann ich hier, warte, da gab es doch noch irgendwas. Ja, ist uninteressant. Ja, der soll provozieren mit reinnehmen. TP-Boost ist gut, Gebet ist gut. Luft und Gewitter ist okay. So, was ich jetzt bei ihm noch tun werde, ist rumplatzieren, nämlich die Feintechnik hier hin und dann brauche ich jetzt noch so eine Amplify Materia. Die habe ich aber noch nicht. Damit wir uns jedes Mal heilen, wenn wir Feintechnik benutzen. Und ich muss einmal kurz auf Cloud mir tatsächlich in den Kampfeinstellungen auf Cloud hier statt des Mutangriffs einen Feintechnik wollte ich eigentlich machen. Plasma. Entladung da. Verursacht Flächenschaden, ist Blitz und damit haben wir dann auch schön was drin. Und jetzt machen wir noch eine Schnellreise und dann sind wir auf dem Weg. So, die Schnellreise. Wir haben hier das erledigt. Wir müssen, glaube ich, über diese Brücke hier oben rüber. Das heißt, wir laufen von hier aus einmal mit dem Schokobo los. Dann müssen wir, glaube ich, nach oben klettern. So. Mich aber natürlich umschauen. Dass wir auch wirklich nichts links liegen lassen irgendwo. Also ich meine, dass wir oben drauf müssen. Kann es aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Die Karte so angucke, kann ich auch hier irgendwie lang laufen. Aber ich meine, ich muss hoch, wenn ich der Karte so folgen kann. Das sieht jetzt aber auch nicht so unbedingt so aus, als wäre der Schokobo so riesig schnell im Wasser unterwegs, du. Da vorne. Da ist Zephyros. Wirklich? Komm schon. Hey, ich wollte hier die Ressourcen nehmen. Jetzt bin ich ja wieder. Ich war schon da drüben. Na gut, holen wir uns da die Kiste. Und gucken uns mal den Wannabe Sephiroth an. Ah, Moment. Ja. Nein. Falsch Tasten. Ach doch. Da kämpft er. Mehr geht immer. Jetzt oder nie. Sicher ist er. Es gibt mir quasi einen dauerhaften Buff, okay. Das tut weh. Das war's. Keine ausgezeichnet. Der Feind ist geschwächt. Okay, jetzt kann ich auch hier meine Waffe ändern, denn Barrett hat jetzt eine neue Waffe bekommen. Das Großkaliber, ein Gewehrarm aus einer Waffe der ehemaligen Republik.
20 Spezialgeschosse abfeuern für den Geschicklichkeitsbonus. Lädt spezielle Munition in die Attacke und das Schock wird von Angriffen Feuerschutz erhöht. Gut, und die muss ich aber auch noch modifizieren. Wo war das jetzt wieder? Großkaliber soll konfiguriert werden. Waffenfertigkeit TP Maximum. Großkaliber. Konfigurieren, Waffenfertigkeit. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechungen. Schock nachladen. Lädt Feuerschutz auf, wenn Gegner einen Schock zu schießen. Naja, ich will weiter TP maximieren. Der wird mein Tank, von daher. Das passt schon so. Was ist das ein bisschen Material hier? Wir wissen ja, also zumindest wer das alte gespielt hat, dass Sephiroth tatsächlich. Inventar mit Salba ist voll. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich was herstellen kann. Sephiroth tatsächlich durch den Dings hier gegangen ist. Aber Heiltrank taugt jetzt nicht so. Ich habe keine Gnade des Planeten. Na toll. Nichts von dem, was ich noch nicht hergestellt habe, kann ich aktuell herstellen, weil überall was fehlt. Natürlich Blade. Ich könnte jetzt. Na, dann verzichte ich erstmal noch darauf hin, Sabai, weil. Mir fehlt halt Zeug. Also, ich sehe kein Sephiroth. Ich auch nicht. Nee, hier steht nur der komische Heino, der aber Genova-Zellen in sich trägt. Aber wir wissen, dass Sephiroth hier durchgegangen ist. Er hat nämlich eine von den Midgar-Sommers getötet. Ich muss offensichtlich dann doch nicht über die Brücke. Ich bin euch noch nicht sicher. Ich kann hier relativ gut durchlanschen. Gucken, ob ich da vorne irgendwo drauf komme. Irgendwas wurde verbuddelt. Ich nehme an, dass die Hasen Indikator dafür sind. Du hast hier nichts gefunden, du stehst direkt dran. Ein Smaragd. Naja, okay. Ich bin mal gespannt, ob ich gezwungen werde zu kämpfen. Trotz allem. Wir haben es bald geschafft. Dann los. Oder ob ich nun gehen kann. Wie es im Original der Fall war. Was ist hier los? Ich werde gezwungen, okay. Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Er hatte sich als Insel getarnt. Danke, das sehen wir selbst. Passt auf! Ich bin zu. Danke, jetzt kann ich analysieren. Kann nicht schaden. Eis, okay. Riesenschlange, die in den Sümpfen beheimatet ist. Wer ihre Wehe betritt, muss damit rechnen, erst um und dann verschlungen zu werden. Die Fangzähne sondern derartig viel Gift ab, dass es sogar die Wasserqualität in Mitleidenschaft zieht. Fügt ihr durch Ausnutzung ihrer elementaren Schwächen eine bestimmte Menge an Schaden zu, um die Kreatur schockanfällig zu machen. Setzt eine Synchrofähigkeit ein, um ihre Schockleiste sofort aufzufüllen. Los! So, habe ich denn was Eisiges? Ja, hier. Eisige Verkettung. Nichts überstürzt. Hier kommt Barret! Hab schon Vorarbeit geleistet. Den Kopf angreifen! Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Ich hab einfach nicht genug trainiert. Zack! Einmal Gebet. Ich habe Chakra drin. Wo ist mein Gebet? Hm.
uns und marschieren. Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Wurde schon ungeduldig. Was? Übernimm mal. Ich leg los. Ja. Okay, Barry darf einmal Casting. Er hat auch kein Vita drin? Da ist doch jetzt Gebet. Auf wen war ich denn dann gerade? Okay, du hast nichts, was mir was nutzt. Dann darfst du hier steht eine Rille machen. Ich mach das. Mein Einsatz. Es wird kalt. Ja! Ich seh dich! Nimm die Hitze etwa zu? Keine Chance! Dann übernimm! So, Barret! Barret ist verlassen! Der Gebet! Da geht noch was! Achtung! Entdeckung! Zack! So, einmal Vitra auf sich selbst. Viel Erfolg. Zieh dich zurück. Ja. Und ich bin wieder mal drauf. Keinen kommen! Mach was drauf! Ich komm schon! Die Wale! Und tschüss! Na? Jetzt kommt was! Dass der Sumpf so tief ist.
Ah, okay. Das ist eine andere Variante. Hallo. Ich bin's, Eris. Eris. Es geht dir gut, ein Glück. Und Sephiroth? So unglaublich stark. Die da verfolgen ihn ganz bestimmt auch. Ja, mich beschleicht das gleiche Gefühl. Dann hinterher. Midgar-Sommer-mäßig kannst du die Sümpfe nun schwimmend überqueren. Okay, ich muss auch irgendwo noch da oben drauf kommen. Das muss einfach sein. Ich muss die Karte abschließen. Das hilft nichts. Na gut, ist jetzt noch nicht so schlimm, dass ich Sarah nicht mitnehmen kann. Ich muss nur daran denken, und vielleicht ein bisschen was davon zu verkaufen später. Gucken wir mal, ob wir da über die eingestützte Brücke überhaupt gehen können. Hm. Zwei Schätze in der Sackgasse. Geht das eine? Hm. Und der andere steht da. Super Ether ist jetzt auch nicht so das Wichtigste. Das heißt, ich muss wieder komplett rum, nur um zu gucken, ob ich sie da oben drauf schaffe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da sowieso nicht rüber. Andererseits... Das ist halt ausgekraut. Ah! Hasse es. Probieren wir es. Rote Einfärbung nervt ein bisschen, aber ich will jetzt keine Tränke an Tiefer verbrauchen. Das erscheint mir doch sehr unnötig. Kann ich hier hoch? Ja, Tatsache. Das ist nämlich nochmal eine Ecke schneller als dieses Geschwimme hier. Mehr macht er? Hm. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warte, ich. Zeig mal. Ja. Hier so ist nichts zu finden. Ich weiß nicht, ob Schwimmen jetzt schneller ist als im Chocobo oder langsamer. Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass es langsamer wäre. Mal gucken, wo ich hier hochkam. Vorne vielleicht? Ich weiß es hier. Ja, da vorne ist Material, ich weiß, aber das ist relativ unspannend. Hip, die hopp, die hüpf. Gucken wir mal, ob wir eine Chance haben, davon irgendwo rüberzukommen. Und bis hier. Na ja, gut.
Es war fast, was ich erwartet habe, aber es ist nicht schlimm. Jetzt können wir nämlich hier einfach eine Schnellreise machen und brauchen nicht wieder komplett rum. Wir können jetzt einfach... Ich glaube nicht, dass Schokobo viel schneller ist. Zumindest nicht hier im Schwimmen. Auf Land schon, aber im Schwimmen, ich glaube nicht. Vielleicht später, wenn wir einen blauen Schokobo bekommen. Die sind ja da eigentlich dafür da, um über Flüsse und so zu kommen. Wir müssen dann auf dem Wasser laufen können. Dann ist das vielleicht eine bessere Option, aber so. Na. Gut. Wir wollen jetzt den Puttis hinterher. Würde mich wundern, wenn hier nicht auch irgendwo die Option wäre, einmal zu regenerieren nach Bosskampf. Kapitel 3 auf dunklen Faden. Ist Sephiroth hier? Keine Ahnung. Gefährlich sieht's auf jeden Fall aus. Allerdings. Vermeidet sinnlose Kämpfe. Vor allem mit kleinen Fischen. Na, du hast gut reden. Für mich sind das große Fische. Für mich auch. Jo, ebenso. Cloud, bring uns da durch. Mach 2000. Nicht genug fürs Premium-Programm, nicht wahr? Wovon redest du denn? Tja, Cloud? Gehen wir. Seid da drin vorsichtig. In diesem Stollen hat man früher übrigens Mithril abgebaut. Wisst ihr, was das ist? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Ein extrem hartes Metall. Und wunderschön. Volle Punktzahl für beide von euch. Außerdem war es noch tierisch viel wert. Soweit ich weiß, konnte es nur hier abgebaut werden. Ein bisschen kenne ich mich aus. Schließlich habe ich früher im Bergbau gearbeitet. Edelmetalle sind sowas wie mein Steckenpferd. Dann können wir ja auf Mithrilsuche gehen. Könnten wir, aber es wäre es wohl nicht wert. Shinra hat es nämlich geschafft, das Zeug auf künstliche Art herzustellen. Ist genauso hart und glänzend wie das Original. Basiert sicher auf Materiaverfeinerung. Ah, wirklich? Vielleicht. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier am Ende ein Kampf gegen die Turks auf uns warten. Das ist halt wirklich das letzte Mal, dass ich es gespielt habe. Das Original ist halt schon ein bisschen her. Aber es dürfte eigentlich so gewesen sein. So, wir haben diese nicht, die brauche ich aber für Synthetisieren. Das andere sind die mir tatsächlich egal. Schutzweste, Talisman und Seelenohrring brauche ich nicht. Den Rest haben wir. Gehen wir einmal ganz kurz ins Synthese-Menü, damit wir diese hier einmal machen können. Da fehlen uns jetzt noch ungeheuer Knochen. Einer. Gut, das ist nicht das Problem. Und wir müssen einmal hier... Wir haben ein paar Punkte, die wir verteilen dürfen. Codex Stufe 3. Eieiei. So, was war jetzt hier? Was ist das? Feurige Verkettung. Zusätzlich zu der eisigen. Naja, sammelt durch gedrückt halten der Taste Kraft. Oder legt sie beim Loslassen in einem Sturmangriff Krafthieb und Magiehieb. Ist wieder mit Tiefer und mit Airwolf. Ich möchte aber tatsächlich auch. Guck mal hier. Konterfeuer. Im Team bei gutem Timing ein Gegner schon Angriff. Ah. Airwolf. Ich hab doch mit Barret. Das heißt, ich muss bei Barret gucken, dass ich mit Cloud irgendwie ins Team komme. Okay. Wir gehen erstmal so ein bisschen unter Schaden in Offensivhaltung. Ist ganz gut. Schaden normaler Angriffe erhöhen. Immer gut. Schaden von Waffenfertigkeiten auch gut. Der Rest ist sehr teuer, ja?
Ah, ich habe jetzt keine mehr. Okay, dann Barret. Barret braucht was mit. Ja, kriege ich jetzt die Einbindung bei jedem Mal. Aero-Impuls ist klar. Ich möchte aber ganz gerne genaue Bilder anstummen hier. Klaut eine Fähigkeit, damit wir da eine Synchro reinkriegen. Und die restlichen 5 Dinge habe ich gemacht, ne? Blitzimpuls ist jetzt nicht so das ultra geniale. Das heißt, ich muss irgendwie hier hin, da brauche ich aber 10 für. Dann soll das das gewesen sein. Jetzt viel tiefer, kriege ich auch die Waffenstufe 3. Oh ja, ATB möchte ich haben, aber dafür muss ich offensichtlich erstmal schauen, so mit Cloud, mit Aerith, ja dann hier die mit Cloud und Aerith. Wir werden es wahrscheinlich nie gleichzeitig in einem Team sein, die drei, aber nun gut, dann hat sie natürlich auch. Tifa. Eigentlich bräuchte sie einen mit Barret, das wäre gut. Ja, da muss ich darüber. Das heißt, ich muss den hier nehmen. Schaden durch Synchro und Aktionsfähigkeiten. Oder wenige Windelemente zur Anziehung und Ausweitung. Ja, komm, das nehmen wir mal. Das klingt irgendwie spannend. Wenn wir hier mit Barret den mit reinnehmen. Haben wir noch 5? Davon dann holen wir uns hier nochmal den extra Schaden mit rein. Passt. Red! Ja. Mädchenskinoff. Gut, ich brauche diesen. Damit ich diesen kriege, nehme ich hier Angriffskraft vom Wirbelkonter beim Blocken erhöhen. Und dann können wir uns hier für die Kombination die Synchro reinholen. Gut, dann sind wir durch, ne? Jo. Wunderbar. Dann einmal kurz rasten. Come on. Dankeschön. Und hier vorne ein bisschen Material besorgen. Magisches Pulver und Smaragd. Salbei. Ah, warte, ich kann Salbei verkaufen an dem Automaten. Verkaufen. Synthesematerialien. Ich habe jede Menge Salbei. Ich will natürlich nicht so viel davon verkaufen. Aber ich sag mal, wir verkaufen mal so viel. Ist nicht viel Kohle, aber immerhin. Ein bisschen Perlen-Ingwer können wir auch verkaufen. Gebe schon ein bisschen mehr Kohle. Der Rest sieht okay aus. So, dann geht's weiter. Okay, die Karte ist relativ. Guck mal, da vorne sind sie. Sie gehen tiefer in die Minen. Dann hinterher. Einfach gestrickt. Sieht ein bisschen aus wie so ein Museum hier, ne? Weniger wie ein tatsächliches Bergwerk. Also meine Zweifel. Ist nicht unser Problem. Na, ich weiß nicht. Wir können sie doch nicht einfach. Okay, ich gehe runter. Ich komme mit. Nein, Stollen wie diese sind tückisch. Überlass das einem Profi. Nichts für ungut. Aber du würdest mich nur aufhalten. Ich werde gehen. Klettern liegt mir im Blut. Oh. Gut, dann ihr. Tut mir leid. Danke. Jo. Wenn ihr euch nicht beeilt, verliert ihr den noch. Oh, wir trennen uns. Das ist neu. Passt gut auf euch auf!
Mitgliederinnen können momentan nicht geändert werden. Wir haben tatsächlich dann jetzt Tifa und Aerith im Team. Ich habe ja erst vor 30 Sekunden noch gesagt, das wird nicht passieren. So, ich will wenigstens einen Teil davon leveln. Das heißt, ich möchte dir bitte diese geben. Blut und Heilung ist okay. Und dann kriegst du hier noch eine aus meiner umfangreichen Sammlung. Du sollst doch bitte heilen, wenn nötig. Deswegen rumplatzieren die. Ja, dann setzt die automatisch Heilung ein. Sehr gut. Ist schlecht? Dann gehe ich lieber. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal analysiert habe. Auf Nummer 6. Feuer schlängelt sich durch Minenstollen. Bei Gefahr spielt sie ein flüssiges Gas aus, das ihren Feinden die Körperwärme entzieht. Bis die elementare Schwäche für Schockerfähigkeit. Ich bin aufgepasst. Das hat geklappt. Na gut, das ist jetzt nicht die große Welt gewesen. Das große Problem da vorne ist eine Materia. Ja, und sie tauchen einfach auf. P-Boost. Natürlich auch nicht verkehrt. Da muss ich analysieren. Kastanette. Und jetzt? Bin mal so frei. Dieses große Krustentier mit bläulich-weißem Panzer lebt in Minen. Es versteckt sich zwischen Erz und Geröll, wartet auf eine Gelegenheit, seine Beute mit seinen elektrifizierten Scheren anzugreifen. Nutzt die elementare Schwäche des stacheligen Wesens aus, um Schockanfällig zu machen. Wenn es eine Verteidigungshaltung einnimmt, werden normale Angriffe unwirksam. Durchbricht die Abwehr mit starken Angriffen, die es einschüchtern. Gelingt dir das nicht, setzt es Scherenfunke ein. Keine Schere. Neuer Versuch. Jetzt oder nie. Dann übernimm. An die Arbeit. Dann los. Das war's. Jetzt zeige ich dir was. Zack. Na? Es ist noch nicht vorbei. Doch, eigentlich schon. Noch eine Waffe. Sylphenhände. Ach ja, jedes Mal die Ausrüstung wieder neu anpassen. Für Tifa. Die hat jetzt nicht mehr die Lederhandschuhe, sondern bekommt die Sylphenhände. Führt einen windelementaren Angriff aus, der Gegner am Boden in die Luft hebt und umgekehrt. Zusatzeffekt zieht Gegner näher ran, ist in der Luft einsetzbar. Gegnerische Schwäche ausnutzen, um ein bisschen mehr Geschicklichkeit zu kriegen. Außerdem muss ich die dann natürlich jetzt auch wieder modifizieren. Konfigurieren, Waffenfertigkeit. Aktiviert nach Rückkehr von Kampf und Fähigkeit Sangans Lehre. Was auch mal Sangans Lehre ist, habe ich schon wieder vergessen. Der Schaden von Spezialfähigkeiten ist natürlich gerade bei Tifa echt gut. Aber mehr ATB ist bei Tifa halt noch viel besser. Da gibt es noch eine Materie, ich glaube ATB Boost, die dafür sorgt, dass befreundete Einheiten mehr ATB kriegen, wenn wir angreifen bzw. ATB erzeugen. Und Tifa als Anführer, dann rockt das. Wir müssen uns kämpfen. Das war's! Von hier ist jetzt Schluss! Jetzt! Genau so!
Stirb! Genug! Nimm das! Und? So darf's weitergehen. Materie aufgestiegen. Sehr gut. Eintechnik. Bisschen was an Zeug und hier nochmal den Ether. Ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt hier großartig umgucken müssen überhaupt, was gibt, was wir vielleicht verpassen könnten. Aber wenn ich das wüsste, dann wäre das ja hier wohl kaum ein First Pick. Los geht's! Das ist ja sehr effektiv gegen die. Da ist halt Verrecke ja schon mal gar nicht verkehrt. So, linke Hand könnte eine Sackgasse sein. Ich könnte aber wahrscheinlich, möglicherweise, eventuell da auch einfach runter. Das heißt, wir gucken erst hier. Naja, nur Kisten und ein bisschen Zeug. Okay, tatsächlich kann ich dann hier wieder hoch, okay. Das geht mir echt ein bisschen zu langsam. Ich weiß nicht, ob man das beschleunigen kann. Droge hatte ich noch nicht. Ich zähle auf dich. Ich jetzt nur mal. Dieser Kraftprotz hauste schon in Höhlen lange, bevor der Mensch anfing, Bergbau zu betreiben. Er ist normalerweise friedfertig, kann aber äußerst ungehalten werden, wenn jemand sein Revier in Unordnung bringt. Das Wesen kann durch Blocken einer der Keulenattacke schockanfällig gemacht werden. Wird jedoch Wutschlag oder Knüppel geblockt, hat dies den gegenteiligen Effekt. Der ist für dich! Triffst du von dort besser? Ja! Aufgepasst! Das war's! Okay, das lief nicht ganz so, wie ich es mir vorgenommen hatte. Aber ist okay. Hat ja funktioniert. Wer grummelt hier? Ah ja, noch ein Vieh. Dass wir diesmal kein Barrett haben für fliegendes. Lästig. Mein jetzt. Haracke! Jetzt gibt's Dresch. Ich bin verschwendet. Ich musste immer erst einmal Analyse bei dem machen, ich das erste Mal gegen die Kämpfe. Flugfähige Exe ist eigentlich eine menschenscheue Minenbewohnerin. Bis der Tunnel gesperrt wurde, hauste sie tief im Berg, doch seitdem hat sie langsam aber beständig ihren Lebensraum erweitert. Elementare Schwäche, Aero. Übernimm du. Das wird nicht. Na ja? Okay. Nachschlag, flieg! Glaub nicht, du entkommst mir. Nimm das! Viel Erfolg! Überlass das wieder! Schon. Lass mich mal! Tschüss! Na dann! Da ist eine Ungeheuerkralle. Das könnte, glaube ich, das letzte Teil gewesen sein, was mir fehlt für... Nein, Ungeheuerknochen. Schade! Eisenerz. Das hier ist doch Methryl, oder? Ja, könnte auch einfach nur ein Wechselblock sein. Eine Mogri-Medaille. Bin enttäuscht. Ein Weg voller Hindernisse. Ich muss ziehen.
groß hier. Wow! Seht euch das an! Oh. Was ist das? Vielleicht geht es da ja weiter. Gehen wir? Ja, aber das finden wir dann erst nächste Folge raus. Da hinten sind nämlich noch mehr ein paar Gegner. Da ist noch ein bisschen was, wo wir gucken können. Wir werden mit Sicherheit noch bei Red und Red Eon spielen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin. Euer Staffel.